Ich dachte, wir spielen Visage und nicht Layers of Fear. Nein, es ist quasi hier Shopping Queen. Okay. Das schon. Oh, guck mal, ist noch. Eine Bulb. Ein Bürnchen. Ein Bulb. Okay, Benny, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier durch. Hast du einen Einkaufsschip dabei? Immer. Oh, warte mal, ich hab meine FFP2-Maske vergessen. Tut mir leid, ich muss nochmal zum Auto. Oh. Sonst komm ich hier hin. Okay. Bier. Jawohl! Ja. So, was brauchen wir denn? Brauchen wir noch ein bisschen Nick Farmers Golden Corn. Wir kaufen nur die Angebote. Nur die Angebote. Nicht den Käse. Nur die Angebote. Nicht die Socken. Oh, hier, geh mal her. Hier ist los. Craft Beer. Craft. Oh, das können wir nehmen. Können wir da drin? Jawohl. Oh, schön. Hör mal. Und schon eiert die Mucke los. It's a beautiful evening. Grocery store is the place to be. Right. Alter, der Typ hat aber wirklich richtig Bock zu arbeiten. Ja, ja. So von der Stimmlage her. So. Ist das laut, Alter. Wie kannst du da mitnehmen? Der Einkaufswagen ist voll. Oh. So, ne, ist ja ein Wochenende schon mal gesichert. Aber da, am Montag müssen wir mir einkaufen. Alter, ja. Kauf dir ein paar Biere. Das ist eine gute Idee. Zurück. Wie lang ist denn diese Einkaufspassage? Wie weit ist die Bierabteilung? Das ist aber entscheidend. Ja, wer schon mal in Kaufland war, der weiß, wie lang so eine Abteilung sein kann. Dwayne? Also Moment mal. Auch da müssen wir kurz nachhaken. Wir haben ja schon in den Kapiteln davor gesehen, dass extrem viele Tablettenblister und so weiter rumliegen. Ne? Mhm. Also ist Dwayne vielleicht der Abhängige, der Junkie? Sind wir ein Junkie? Klar, scheinbar schon, irgendwie, weil... Na, zumindest haben wir auf jeden Fall Bock auf Bier. Ja. Wenn wir schön mal eine Hülse wegknacken hier, Junge. Oh, jetzt dunkel. Feuerzeug? Nee, ich hab auch kein Feuerzeug. Dunkel. Oh, bitte. Oh, Resident Evil. Aha. Resident Evil 1. Okay. Ja. Das ist das Wohnzimmer. Aber schon das Wohnzimmer, wie wir es kennen. Also fast. Ja, ne? Zumindest fernsehermäßig. Okay, wir können uns mal hinsetzen. Was? Okay. Und zugucken. Und was trinken? Trinken. Na dann. Willst du denn? Ach so. Prost! Ach, ist klar. Trinken. Das klingt das eklig, Alter. Ja, okay, soll ich mich jetzt hier vom Fernseher abknallen, oder was? Soll ich mich jetzt hier wettlatten, oder was? Mhm. Ja, denn... Na dann. Gönn dir. Alright, Sarah, it's time for bed now. Daddy? I want a story. Bilder sehen nicht gut aus, Benny. I think it would be great if you told her a bedtime story to me. It's been a while. Okay. Dwayne hat also mal eine Tochter gehabt und eine Frau. Ja, Claire und Sarah. Daddy? Are you just going to ignore her? Always ignoring us, glued to your fucking beers. You don't talk, you don't sleep in the bedroom, you don't get out at all, you just don't care, do you?
Why don't you just leave? Mom. Und immer weiter rennen, immer weiter rennen. Like da wirklich ganz schön viel in der Büchse drin, muss man mal sagen. Na, das stimmt. Ja, jetzt trieseln wir auch so langsam so. Aber da merkt man halt mal so, was Alkohol für eine scheiß Sucht und Krankheit ist. Du kannst eigentlich schon nicht mehr, das ist eigentlich scheiße, aber du machst immer weiter, weiter, weiter. Und jetzt musst du... Was? Was haben wir jetzt denn bitte gerade ausgekotzt? Eine Glasscherbe? Fortschrittsgegenstand, hab sofort im Fortschrittsraum angezeigt. Okay. Ja, die Wand sieht auch gut aus. Ja, das wurde mal alles kurz mal hier durch Silent Hill. Und. Ja, krass. Also, Dwayne hat anscheinend seine Familie durch den guten alten Suff verloren. Ne? Klassisch. Wie. Es so vielen geht. Achso, ne, wir gucken uns mal ganz kurz im Fortschrittsraum an, was wir da gerade irgendwie ausgekotzt haben. Ach, und überall jetzt Bierbüchsen. Na, ist das wundervoll. Ist das Schau. Was ist denn das? Oh, eine Videokassette. Oh. Affliction. Nice. Okay. Okay. Cool. Ach, guck mal hier. Guck mal. Einige Teile sind zu sehen. Da fehlt aber etwas. Ja, was. Okay. Okay. Ja, dann musst du noch ein paar wahrscheinlich auskotzen. Da muss ich noch ein bisschen was auskotzen. Ein paar Teile. So, hier haben wir Dolores und ihr Mann. Wunderschön. Weißt du noch, wie heißt der Mann? Nee. George. George? George. Oh, warte, Moment, warte. Stopp mal. Wie war denn Crouchen? Crouch hier durch. Weißt du noch diese Box hier? Guck mal, was die für ein Symbol hat. Hm, sehr schön. Na, mach mal auf. Okay. Ach, guck mal. Und hier, guck mal, was hier für ein Zeichen drauf ist. Das, was wir in dem Video gesehen haben. Ah, war das, das war doch aber denn so eine Falltür oder sowas? Ja, war das nicht irgendwas auf dem Boden? Ja, es kann sein. Ja, also macht Sinn, ne, zum Haken, aber wo? Achso, Video. Video. Ah, du willst jetzt nochmal das Video gucken, okay. Von... Das Gefundene. Video Kojima. Glotzern, VHS hinein. Affliction. Aha. Oh, mach so eine Pseudo-Zeitlupe. Ah. Was ist das denn? Tunnel? Ein Brunnen? Ein Tunnel? Ein Tunnel? Ein Brunnen? Ein Brunnen? Ja. Oh, das ist aber eine schöne... Bunker. Oh, Volt 111. Ist der Spiegelraum? War gerade der Spiegelraum, Benni? Meinst du? Ja, also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es wirkte kurz so irgendwie mit dem Plastik, Ja, wir können mit mal kurz Folien gucken. Ja, ich weiß, mit diesen Überzügen da, die du da hattest und so im ganzen Kram. Okay, gut, jetzt wiederholt er sich wieder. Schön, haben wir schon mal die Hälfte der Videokassetten gefunden. Was uns das jetzt bringen soll, ich habe keine Ahnung. Wir können mal nach oben gehen. Mein Feuerzeug. Das nehmen wir mit. Sehr gut. Ah. Ach, du und deine Badewanne. Na, du kennst mich, Benni. Du kennst mich. Ja, ja. Ja, da bin ich halt einfach. Hier. Ah, hier. Moment. Ja, mit Licht an wäre besser. Glaub ich. Na, nie. Ja, nie. Ja, nie. Ja, nie. Ja, nie. Ja, nie. Ja, nie. Ja,
Was ist denn hier? Warte mal, so eine Lampe. Mal, was ist denn los hier? Was ist denn? Mal, hör doch mal auf. Muss man anscheinend noch mal ein paar Seiten finden irgendwie. Das hat man nämlich nur in der Early Access Variante, wo leider natürlich das Blöde an der Sache ist, die Speicherstände der Early Access Version sind nicht kompatibel mit der Vollversion. Ja, wie beschissen ist das denn bitte? Also ich musste jetzt quasi noch mal das erste und das zweite Kapitel so ein bisschen durchrushen und habe dadurch jetzt natürlich nicht alle Comic-Seiten gefunden. Ja. Vielleicht holen wir das nochmal irgendwie nach. Jetzt sind sie auf jeden Fall erstmal nicht da. Benny? Das sieht sehr lecker aus. Ich interagiere mal. Die Tür ist verschlossen. Ist angebracht. Scheint sich zu, was? Ah, okay. Scheint dich anzusehen. Ist das ekelhaft, Alter. Ja. Was? Ist aber auch neu, oder? Interagieren. Oh! Oh! Was war das? Ah, guck mal! Okay. Ah, schau mal! Das ist jetzt der neue. Oh Gott, der neue Tür. Ja, na, Schlüssel sind jetzt out. Jetzt werden Augen gequetscht. Nein. Rollstuhl. Was? Oh! Und hier wird schon wieder blurry, Alter, hier wird schon wieder so blurry. Nein, nein, nein. Normalisiert sich das eigentlich, wenn du jetzt weggehen würdest? Ja. Ah, okay. Und sofort die Farbe ins Leben wieder zurück. Yeah. So, aber was ich mal ganz kurz nochmal gucken muss. Hab ich denn hier eigentlich den... Oh, den Schlüssel scheine ich schon mitgenommen haben. Ja, natürlich die, der... Ich habe gerade überlegt, ob ich den Schlüssel für den E-Raum mitgenommen habe, der war ja offen. Na dann, würde ich mal sagen, ja. Interagieren wir mit diesem wunderschönen Wheelchair. Da steht jetzt auch ein Radio, das ist ja auch neu. Was ist nun los? Was? Klopf, klopf! Alter. You requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... scopophobia. Exactly. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Wir sind im Krankenhaus. Warum zum... sind wir im Krankenhaus?